herzlich willkommen zurück zu Let's Play Werewolf The Last Warrior, dem Spiel mit dem perfekten B-Movie-Titel, und ich bin enttäuscht, wenn es keinen Film gibt, der so heißt. Ja, was kann ich sagen? Ich habe jetzt wieder hier an der Stelle angefangen, beziehungsweise da vorne, wo man praktisch rauskommt, wenn man stirbt, weil ich keine Lust habe, jedes Mal den vorderen Teil der Stage nochmal zu zeigen, weil ich da schon genug Videos mit verschwendet habe. Und wir sind mal ehrlich, keiner will das noch sehen. Yay, eine Powerperle oder was weiß ich, was dieses für Dinger sind. Eine Wutperle. Wutperle, ich fühle mich albern, nur das auszusprechen. Gut, und hier sind wir wieder bei Dr. Fayan, dem bösen Bösewicht selbst. Ach, da schluckt er sein Tränkchen und wird zu Goldie. Goldie, komm, putt. Ich wünschte, ich könnte dich ernst nehmen. Das, weißt du, das tue ich wirklich. Aber du bist einfach so einfach. Links und jetzt wieder rechts. Und jetzt wieder links. Ja, gut, was kann ich sagen? Wie gesagt, ich mache nochmal den Teil vorher nicht. Denn da habe ich schon wieder 4 Videos so mit verballert und das nervt. Das Spiel nervt mich auch irgendwann. Mittlerweile ein bisschen, muss ich zugeben. Ich meine, es ist cool und so, aber einfach der Fakt, dass immer dieselbe Musik ist und dass es teilweise einfach so unglaublich verglitscht und verbuggt ist, macht irgendwann keinen Spaß mehr, wirklich. Ich bin durch diese Stage so oft durchgegangen und egal. Ich finde diesen Gegner, ehrlich gesagt, ziemlich albern, weil... Ne, nicht weil er albern aussieht oder so, sondern weil man ihn praktisch zweimal die komplette Lebensleiste abziehen muss. Ich meine, das ist verdammt viel. Wenn die erste Phase nicht so lächerlich einfach programmiert, dann wäre das echt schwer. Von der zweiten Phase habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich Ahnung. Also ich weiß, er macht Blitze, den ich wahrscheinlich mit Backflip ausweichen kann. Und sonst, ja, mal gucken. Komm, Erde, fang an, dich zu schütteln und zu rütteln. Ich will die Äpfel aus den Bäumen. Oh, ich komme nicht dran. Oh nein. Oh, warum dauert das so lange? Hat das irgendwie einen Sinn? Ja, jetzt geht's rund. Gut, ich weiß noch, er erscheint in der Mitte. Das habe ich mir gemerkt. Das war vielleicht jetzt nicht allzu schwierig, aber das habe ich mir gemerkt. Es ist Magneto aus den X-Men. Okay. Backflip. Yay, es funktioniert. Was machst du? Oh, au. Okay, er charged mich wohl so an. Dann springe ich doch. Ahaha. So macht man das. Na gut, wenn du es weiterhin nur machst, dann habe ich kein Problem mehr mit dir, schätze ich. Was machst du denn jetzt? Oh, au. Okay, er wirft Stahlträger auf mich. Es ist eindeutig nicht Magneto. Nein. Ein Schelm, wer sowas denkt. Backflip. Hoppa. Die haben überhaupt nichts von X-Men geklaut in diesem Spiel. Gar nichts. Und das Schlimmste ist, dass ich es noch realisiert habe. Ich mag nicht mal die X-Men. Aha. Gut, das ist eine ziemlich lahme Attacke, wenn ich ehrlich bin. Du bist gar nicht so schwer, wie ich beim ersten Mal gedacht habe. Okay, zack. Aber du hast 100 pro noch eine zweite Form. Ich meine, theoretisch ist das hier deine zweite Form, deswegen nehme ich an, du hast eine dritte Form. Aber, wie dem auch sei, ich werde es wahrscheinlich bald rausfinden. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so, obwohl, eigentlich hoffe ich es doch. Wie in meinem tollen Castlevania-Video, wo ich dann Dracula beim zweiten Mal oder so besiege. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich bezweifle es. Doch stark. So, ja, da ist jetzt... Aha! Okay, au. Ich weiß nicht... Au, au, das ist ganz schlecht. Ich mache das übrigens nicht mit Absicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die treffen kann. Guck mal, wenn ich so nach... Hä? Die Hit-Detection in diesem Spiel ist einfach so schlecht, so unberechenbar und ich kann sie einfach nicht ausmachen, dass mir das jetzt, glaube ich, noch ernsthaft Probleme bereiten wird. Einfach durchlaufen. Das ist mir Blitzen ist auch verschenkte Liebesmühe, Leute. Es tut mir leid. Ja gut, sie haben mich sogar einmal damit erwischt. Muss man ihn ja lassen. Ja, toll. Verliere nur möglichst viel Leben bei dem einfachsten Idioten aller Zeiten. Er hat so eine enttäuschende Musik eigentlich, das finde ich jedes Mal wieder ein bisschen lustig und ein bisschen traurig. Die ist so wirklich einfach nur... I don't care. Au. I care for hurting me. Stop hurting me. Stop hitting yourself. So, das müssten wir eigentlich, das Weh müssten wir eigentlich volles Leben geben, wenn da nicht hier diese Spidey-Jerks wären. So, zack, zack. Aha. Und weiter geht's. Oh. Ja, Dr. Fayan, du blond... Der war in der Sequenz doch gar nicht blond, oder? Hatte der nicht blaue Haare?
Und deine Brille? Continuity! Also ich weiß nicht, was das Problem dieses Spiels ist mit Charakterdesign, aber ich hoffe, Kinji taucht nochmal auf. Oder Kinju oder Shinji. Ich spreche es jedes Mal eigentlich nur aus, wie ich will. Der Affenmann, der uns jedes Mal so schön im letzten Level begrüßt hat. Das heißt im letzten Level, im letzten Abschnitt des Levels, das wir gerade spielen. Aber ihr wisst, wen ich meine. Kinji, der Geist, der uns das ganze Spiel lang geleitet hat und uns so wichtige Hinweise gegeben hat wie: Spring nicht in den Wasserfall, es wird dich umbringen. Danke, Kinji, Shinji, Kinju. Du warst mein bester Freund. Du bist sowas wie Tinkerbell für mich. Ja, das war, wow, mal wieder ein mordspannender Bossfight. Ich backflippe ein bisschen durch den Raum. Und, ja, was kann ich noch, sonst noch so erzählen? Ich hoffe, das hier wird die letzte Aufnahme sein, die ich machen muss zu diesem Spiel. Das heißt, machen muss, die ich machen will. Ich habe mir das Spiel ja ausgesucht. Und es war eine blöde Idee, so im Nachhinein. Aber, trotzdem finde ich es irgendwie noch cool. Ich meine, es sei denn, ich packe jetzt den Endboss hier überhaupt nicht, wegen der dämlichen Hit-Detection. Dann schreie ich einfach nur noch. Ja, was kommt als nächstes? Also, es sieht ja so aus, als würde ich es im Monat des Halloween noch abschließen können. Ich will sagen, dem Oktober. Wer das nicht weiß, shame on you. Und ich habe was Schönes. Das wird definitiv länger dauern als dieses Spiel hier. Und auch als Castlevania. Es wird wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, mein nächstes bis jetzt. Und, na, eigentlich wird es mit ziemlicher Sicherheit mein nächstes bis jetzt. Okay, besser mal ein Backflip. So. Ja. Ja. Du bist kein schwerer Boss. Ich muss dir das leider sagen. Also, na gut, die erste Phase von dir ist nicht schwer. Auch wenn du mich letztes Mal ein paar Mal getroffen hast, diesmal treffe ich dich öfter. Ja? Das war ein bisschen früh? Nein, doch nicht. Haha. Hier mal in die Mitte gehen. Ups, oh, das war ein bisschen spät sogar. Ich gleiche das alles wieder aus. Im Durchschnitt bin ich perfekt. Hui. Wenn ich einmal links vorbeischieße und einmal rechts vorbei, habe ich im Durchschnitt getroffen. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also je mehr Käse, desto weniger Käse. Ah, du machst mal was anderes. Ich finde dich beeindruckend. Und du kommst zum selben Muster wie zurück. Du bist lame und du siehst einfach aus wie Magneto. Welcome to die. Das schreibe ich nicht in die Videobeschreibung. Das ist ein dämlicher Titel. Denken alle, ich wäre ein Idiot. Abgesehen davon, dass alle sowieso denken, dass ich ein Idiot bin, muss man dann doch irgendwo auch Grenzen setzen. Du hast deinen Helm verloren. Ah, ich hab dich mal getroffen. Ich bin wieder getroffen. Okay, was ist los hier auf einmal? Ich treffe. Das Spiel fängt an, Sinn zu machen. Was soll ich tun? Hab ich dich... Okay. Anscheinend hast du aufgehört zu leuchten, aber du greifst mich immer noch an. Au. Okay. Ich zieh dich hier mal wieder raus. Vielleicht kommst du auch nicht wieder. Okay, komm, das ist echt knapp. Wenn ich jetzt nicht zum Menschen werde, habe ich eine echte Chance. Und... Oh! Der Kampf, Kampf war lang und hart, aber Fajan und seine Gefolgschaft existieren nicht länger. Die Welt wurde, der Frieden wurde zurück zur Welt gebracht und die Gerechtigkeit der freien Welt, wieder an ihren Platz gestellt. Alles ist bis jetzt gut, aber die Kraft des Bösen finden einen neuen Champion. Aber da wird jemand in seinem Weg stehen, Werwolf. Der Unbesiegbare. Also, Angkor, ja doch, unbesiegbar ist okay. Nein! Nein! Oh Gott, ist das schlecht! Werwolf? Oh Gott. Hallo Fireman. Also, das... Oh Gott, das muss ich mal festhalten. Das wird... Das war echt das Profilbild. Der Werwolf mit der amerikanischen Flagge. Ich war die ganze Zeit der patriotistischste Werwolf. Patriotischste... Boah, was rede ich hier? Patriotischste Werwolf aller Zeiten. Was überhaupt mit diesem Mädel passiert, das Monster hatte? Das habe ich nie wieder gesehen. Ich habe gedacht, das kriege ich auch noch. Schließlich bin ich Amerikaner. Ich kriege immer das Mädchen. Wir sind Helden.
Ja, okay, vielleicht hat er doch keine blonden Haare, er war einfach nur grün. Ach du, oh Gott, dieses Ende ist so schlecht. Wow, es tut mir gerade innerlich weh. Hallo Magneto, du bist grün. Ja, was ist genau, was ist eigentlich mit Kenji passiert? Entschuldigung. Was ist eigentlich mit Kenji passiert? War der jetzt einfach weg? War der jetzt Staub auf einmal? Oh, schwarz. Schwarz ist eine coole Farbe. Ich stehe auf schwarz. Hallo. Nächstes Mal. Oh ja. Okay. Gut, das ist ein... Okay. Ah, es fängt wieder von vorne an. Gut, das war's. Ja, das war's. Ich muss ein bisschen wieder mit dem Fall spielen, weil sonst geht's hier wieder los mit dem Intro. Und das brauchen wir nicht, weil wir gerade das Outro gesehen haben. Denn es ist vorbei. Werewolf, The Last Warrior. Ich hab's endlich durchgeschafft. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es war an sich ein cooles Spiel. Wirklich, wäre das vierte Level nicht gewesen, ich wollte gerade sagen, die vierte Stage, aber das wäre ja ein bisschen inkorrekt. Also wäre das vierte Level nicht gewesen, hätte ich wirklich gesagt, das ist ein unterbewertetes Spiel. Aber es hat ein ganz cooles Gameplay, die Idee ist ganz geil, ich mag den Werwolf-Charakter und so, obwohl ich nicht mal so der Monster-Fan bin. Der Titel ist total albern und er passt super zum Ende, ich komme nicht über das Ende hinweg. Er war wirklich, oh, mit einer amerikanischen Flagge. Und das, oh. Ja, Nintendo of America Inc., da unten steht's übrigens. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich frage mich, ob es im Original eine andere Flagge war. Oder ob es überhaupt ein japanisches Original gibt. Wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls, nach diesem lächerlichen Ende, kann ich nur sagen, es war an sich ein cooles Spiel, hatte cooles Gameplay, am Anfang gute Musik. Ich fand's sau schade, dass die so wenig nur gewechselt hat. Und dass ich sie so lange hören musste in meinem unglaublichen Versuch, endlich dieses Level zu besiegen. Was ich nicht so schön fand, war, dass ich wirklich gezwungen war, fast Save States zu benutzen. Und zumindest zweimal habe ich eins gemacht. Also einmal am Anfang der vierten Stage und einmal am Ende. Und ich fand es ganz witzig, dass ich jetzt den Boss so schnell besiegt habe, obwohl der mich letztes Mal total zerrissen hat. Dabei war der gar nicht so schwer. Der Witz war nur herauszufinden, dass man von dem Blitz backflippen kann. Wie auch bei den anderen Dingern. Also diesen lustigen Stäben in den Stages vorher, die auch Blitze verschossen haben. Die genau dasselbe waren eigentlich. Oh ja, das war's. Das war Let's Play Werewolf The Last Warrior. Meiner Meinung nach ein cooles Spiel. Wirklich, ich leg's allen Leuten mit starken Nerven ans Herz. Und natürlich habe ich schon was Neues geplant. Habe ich ja schon erwähnt. Ich hoffe, ihr guckt auch dabei zu. Die Leute, die es hier mochten. Ich glaube, das ist das einzige deutsche Let's Play dieses Spiels, was ich gefunden habe. Ich bin ja so underground. Naja, ganz egal. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das heißt, Let's Play. Irgendwas, was zu Halloween passt. Ich überrasche euch. Hoffe ich. Naja, gut, das war's. Sag jetzt zum 10. Mal. Ich bin Doc Oppenheimer. Das war mein nächstes Let's Play. Und bis bald.